Hallo liebe Freunde und Freunde der Brettspiele, ich bin André und ihr seid hier bei Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal zu allem rund um Brettspiele und Sammelleidenschaft. Heute habe ich mal wieder ein neues Regel- und Review-Video für euch vorbereitet und zwar zu einem schönen kleinen Plättchenlegespiel und zwar Acropolis, das durchaus vielleicht auch ein Kandidat für das Spiel des Jahres in diesem Jahr sein könnte und das kommt jetzt auf den Tisch. Hallo und damit nochmal herzlich willkommen zu Auf den Tisch, heute mit Acropolis, ein Spiel von Jules Messot. Illustrationen sind von Pauline Detras und auf Deutsch ist das Spiel erschienen beim Kobold Spiele Verlag. 2 bis 4 Personen können hier mitmachen, 20 bis 40 Minuten sollte man für eine Partie einplanen und das Ganze wird vom Verlag ab 8 Jahren empfohlen. Und darum geht es in Acropolis. Als talentierteste Architektinnen und Architekten des alten Griechenlands sollen wir neue Städte erbauen. Dabei müssen wir auf die Bedürfnisse der verschiedenen Stadtviertel achten und diese mit Plätzen, den Agorai, aufwerten. Außerdem können wir die Marmorsteinbrüche nutzen, die uns nicht nur wertvolles Material geben, das uns flexibler beim Bauen macht, sondern die es uns auch noch erlauben, höher gelegene und damit attraktivere Stadtviertel zu bauen. Über eine bestimmte Anzahl von Zügen hinweg wählen wir neue Plättchen aus, legen die in unsere Stadt und können dabei nicht nur in die Breite, sondern auch eben in die Höhe bauen. Am Ende des Spiels wird dann geschaut, welche Stadtviertel ihre Bedingungen erfüllen, um Punkte zu machen und welchen Multiplikator sie durch die passenden Agorai bekommen. Wer dann die meisten Punkte hat, ist der Sieger oder die Siegerin von Acropolis. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt über das Material und den Spielablauf an. Hier seht ihr das Material für Acropolis. Zum Aufbau bekommen alle Spielerinnen und Spieler hier so ein Startplättchen. Wie ihr das vor euch hinlegt, ist völlig egal. Das ist alles gleich ausgerichtet. Und dann müssen wir hier die Plättchen vorbereiten, mit denen wir dann später unsere Städte bauen werden. Zunächst müssen da alle Plättchen aussortiert werden, die nicht zur passenden Spielerinzahl passen. Hier zum Beispiel habe ich ein Spiel für 3 Personen aufgebaut. Deswegen sind alle Plättchen aussortiert, wo hinten eine 4 drauf ist. Die brauchen wir in diesem Spiel nicht. Aus den übrig gebliebenen Plättchen werden dann 11 gleich große Stapel geformt. In dem Spiel zu dritt sind das dann immer 4er Stapel und es bleiben dann hier im Spiel zu dritt dann genau 5 Plättchen übrig. Es sind immer 2 Plättchen mehr in der Auslage als Personen, die mitspielen. Dementsprechend haben wir hier 3 plus 2, also 5 zum Start in der Auslage. Im Spiel zu viert wären es 6 oder im Spiel zu zweit wären es halt nur 4 Plättchen zu Beginn des Spiels und dann halt eben auch zu Beginn jeder Runde. Den Wertungsblock, den kann ich auch erstmal zur Seite legen. Den brauchen wir jetzt noch nicht. Dann kann man sich hier noch gut eine kleine Übersicht hinlegen. Da sieht man nochmal, wie die einzelnen Viertel funktionieren. Das schauen wir uns natürlich gleich noch im Detail an. Man sieht aber auch, was ich sehr, sehr praktisch finde, hier eine kleine Übersicht, wie häufig welche Stadtviertel und welcher passende Platz, also welche Agora, da jeweils dann halt wie häufig auftaucht, je nachdem, wie viele Personen mitspielen. Also das finde ich eine wirklich sehr, sehr nützliche Übersicht. Die brauchen wir jetzt aber auch erstmal noch nicht, deswegen kann ich auch die zur Seite legen. Vor Beginn der ersten Runde muss jetzt noch ein Startspieler oder eine Startspielerin festgelegt werden. Das könnt ihr einfach zufällig machen. Das ist dann die sogenannte Bauleitung. Und die Person bekommt dann hier entsprechend diesen Token. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich bin der Startspieler. Die Person, die startet, bekommt hier ein Marmor als kleines Klötzchen. Die zweite Person bekommt dann 2 Marmor, die dritte 3. Und im Spiel zu viert gibt es dann natürlich auch noch eine vierte Person, die würde dann sogar 4 Marmor bekommen. Wofür wir den Marmor einsetzen, das schauen wir uns dann gleich auch in Ruhe an. Der restliche Marmor kann hier als Vorrat bereitgelegt werden. Nun kann es dann auch losgehen mit der ersten Runde. Und zu Beginn der Runde darf immer zuerst die Person, die gerade die Bauleitung ist, sich als erstes ein Plättchen hier aus der Auslage aussuchen. Das ist übrigens der Bauhof, aus dem wir uns unsere Plättchen holen. Und dabei ist zu beachten, dass ich grundsätzlich jedes von den Plättchen nehmen kann, aber für jedes Plättchen außer dem ersten muss ich ein bisschen Marmor zahlen. Das erste ist immer das, was am weitesten weg ist von Plättchenstapel. Also deswegen am besten das immer so hinlegen. In diesem Falle wäre das also das Plättchen hier ganz rechts in der Auslage. Das könnte ich mir einfach kostenlos in meine Stadt legen. Aber wenn ich dann halt eins der anderen Plättchen nehmen möchte, dann muss ich Marmor zahlen. Und zwar ein Marmor pro Plättchen, das ich überspringe. Sprich, für das erste Plättchen hier nach dem vordersten müsste ich ein Marmor zahlen. Für das hier müsste ich schon 2 Marmor zahlen, hier 3 und hier sogar 4. Und da ich als Startspieler nur ein Marmor habe, heißt das, ich kann mir nur dieses oder dieses Plättchen nehmen. Und an dieser Stelle würde ich aber direkt mal ein Marmor ausgeben, weil das Plättchen hier gefällt mir doch ganz gut für den Start. Das kann ich jetzt ziemlich beliebig in meine Stadt mit einbauen. Die einzige Regel ist, es muss auf jeden Fall hier eine Kante mindestens mit dran sein. Aber ich kann das hier auch wunderschön mit reinpuzzeln.
Also da braucht man tatsächlich nicht besonders viel beachten, was so das Bauen in die Breite angeht. Wir können aber später auch noch in die Höhe bauen. Da kommen wir dann aber gleich zu. Wenn ich mir jetzt hier als Startspieler mein erstes Plättchen genommen habe, ist dann einfach die nächste Person im Uhrzeigersinn dran. Die kann sich jetzt hier wieder ein Plättchen aussuchen und würde für dieses Plättchen kein Marmor zahlen müssen. Für dieses 1, für das 2, für das 3. Also insofern würde es natürlich auch im Laufe der Runde etwas günstiger, die weiter hinten liegenden Plättchen sich auch zu holen. Gehen wir aber mal davon aus, die Person, die jetzt als zweites dran ist, hat sich hier dieses Plättchen geschnappt und baut das dann in ihre Stadt. Und die nächste Person, die dran ist, die nimmt sich hier dieses Plättchen und baut auch das in ihre Stadt. Und ja, dann bin ich als Startspieler tatsächlich nochmal dran. Wenn, wie ihr seht, es liegen hier noch zwei Plättchen. Eins davon darf ich mir dann als Startspieler dieser Runde dann auch noch aussuchen. Und da würde ich doch gleich das Vorderste nehmen, weil ich habe jetzt gerade gar kein Marmor. Dementsprechend habe ich da auch gar keine andere Wahl. Also dieses Plättchen könnte ich mir jetzt ja auch gar nicht nehmen. So, wenn ich jetzt tatsächlich direkt in die Höhe bauen möchte, dann muss ich dabei zwei Sachen beachten. Zum einen, ich darf das nicht so platzieren, dass da irgendwie eine Lücke drunter ist, also ein leeres Feld. In diesem Falle wäre ja hier nichts drunter. So könnte ich das definitiv nicht bauen. Oder auch, es kann sich tatsächlich auch eine ja komplette Lücke in meiner Stadt ergeben. Auch das ist durchaus möglich. Also darüber kann ich nicht bauen. Ich muss immer unter ein Plättchen, was ich platzieren will, auf einer höheren Ebene, muss ich tatsächlich auch immer mindestens die drei Plättchen darunter eben auch, oder die drei Plätze dann eben auch frei haben. Ich darf da also nicht über leere Luft sozusagen bauen. Die zweite Regel ist, ich muss auf mindestens zwei verschiedene Plättchen hier eben ein neues Plättchen drauflegen. Das heißt, ich kann nicht dieses Plättchen komplett einfach überdecken. Das geht nicht. Nein, ich muss das tatsächlich auf mindestens zwei Plättchen drauflegen. Das ist ja hier jetzt gar kein Problem, denn ich habe ja hier mein Startplättchen und das Plättchen, was ich als erstes platziert habe. Das heißt, das könnte ich jetzt direkt auch so drauf platzieren. Und ja, vielleicht würde ich das so machen, aber unter Umständen würde ich das auch wieder hier so hinlegen. Also da bin ich tatsächlich sehr flexibel. Aber gehen wir einfach mal davon aus, ich lege das jetzt hier oben drauf. Dann hat das nämlich tatsächlich einen ganz unmittelbaren Effekt. Und zwar für jedes Marmorfeld, was ich hier überbaue, jeden Steinbruch, den ich überbaue, bekomme ich direkt ein Marmorwürfelchen wieder in meinen Vorrat zurück, was mich natürlich flexibler macht. Aber am Ende des Spiels ist jedes Marmorwürfelchen auch noch einen Punkt wert. Das heißt, da kann ich dann immer noch überlegen, wofür ich das einsetze. Aber um mich dann halt jetzt schon für die zweite Runde dann auch flexibler zu machen, würde ich das jetzt mal so angehen. Und ja, damit ist dann die erste Runde vorbei. Das Plättchen, was übrig bleibt, das kommt jetzt ganz nach vorne. Und es wird ein neuer Stapel an Plättchen aufgedeckt, sodass wir dann wieder fünf Plättchen hier in Drei-Personen-Spiel in der Auslage haben. Wie gesagt, zu viert wäre es ein Plättchen mehr, zu zweit wäre es ein Plättchen weniger. Die Bauleitung, also der Startspieler-Chip hier, der geht einfach im Uhrzeigersinn weiter, sodass jetzt die Person links von mir als erstes dran wäre. Und die wählt sich jetzt dann wieder ein Plättchen aus. Ich könnte sich zum Beispiel jetzt hier dieses Plättchen schnappen. Dann die zweite Person in dieser Runde holt sich lieber das erste. Und ja, ich habe jetzt wieder die Auswahl. Ich könnte mir das kostenlos nehmen. Ich könnte mir das für ein Marmor nehmen oder das hier für zwei Marmor nehmen. Aber ja, die Plättchen sind für mich gerade alle nicht so riesig interessant. Deswegen würde ich da vielleicht dann mal dieses Plättchen nehmen und das hier so hin platzieren. Und dann wäre jetzt tatsächlich auch wieder der Startspieler, die Startspielerin dieser Runde dran und könnte sich halt hier noch ein Plättchen nehmen und würde vielleicht dann noch dieses Plättchen hier der Stadt hinzufügen. Und schon könnte es wieder weitergehen mit der nächsten Runde. Die Plättchen werden wieder aufgefrischt. Die Bauleitung geht ein Spieler oder eine Spielerin weiter. Und so geht das Ganze, bis tatsächlich alle 11 von diesen Stapeln aufgedeckt wurden und sich alle dann halt ihre Plättchen genommen haben. Also insgesamt werden 12 Runden gespielt und am Ende dieser 12 Runden wird dann abgerechnet. Und das ist jetzt natürlich das Wichtigste quasi im Spiel. Wie funktioniert hier jetzt das Punktemachen? Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich springe jetzt einfach mal ans Ende des Spiels, werde eine fertig gebaute Stadt hier vor mir liegen haben. Und dann erzähle ich euch einfach mal, wie die einzelnen Stadtviertel funktionieren und wie man dann halt auch am Ende Punkte bekommt. Am Ende des Spiels könnte meine Stadt zum Beispiel so aussehen. Und ich gehe jetzt einfach mal mit euch von oben nach unten hier entsprechend der Übersicht durch, wie die einzelnen Stadtviertel Punkte machen und auch ganz konkret, wie viele Punkte ich dann jetzt hier für diese Stadt habe, weil ich glaube, anhand dessen solltet ihr dann sehr gut verstehen können, wie das hier genau funktioniert.
Fangen wir oben an mit den Wohnvierteln. Das sind die blauen. Da zählt immer nur das größte zusammenhängende Gebiet. Und zusammenhängend ist ein Gebiet, wenn es hier so Kante an Kante angrenzt, also mindestens eine Kante und auch über verschiedene Ebenen hinweg. Denn ich habe ja hier ein Wohnviertel auf Ebene 2 und hier sogar eins auf Ebene 3. Dieses einzelne Wohnviertel, was hier liegt, das ist leider am Ende des Spiels nichts wert. Also da muss man sich darauf konzentrieren, ein möglichst großes zusammenhängendes Gebiet zu machen. Jetzt muss ich erstmal den Wert dieses Viertels ermitteln oder dieses Gebiets, was ich hier habe für mein Wohngebiet. Und zwar ist grundsätzlich immer für alle von den Vierteln so, dass jedes Feld, das hier Punkte gibt, dann erstmal ein Punkt wert ist. Sprich, hier bei diesem zusammenhängenden Gebiet habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Aber wenn ich Stadtviertel auf höheren Ebenen baue, sind die mehr Punkte wert. Und zwar einfach ein Punkt extra pro Ebene, die sie höher liegen. Sprich, dieses Feld hier und dieses Feld hier, die jeweils auf der zweiten Ebene liegen, die sind jeweils 2 Punkte wert. Und das hier oben auf der dritten Ebene ist sogar 3 Punkte wert. Das heißt, ich habe hier 5 Punkte, dann habe ich 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Auf dem Punkteblatt trage ich das dann hier entsprechend ein. Und diese Zahl, die multipliziere ich jetzt mit den Sternen, die ich auf den passenden Agorai habe. Und das sind hier in diesem Falle 4 Sterne, weil ich habe hier 4-mal die passende Agora zum Wohnviertel oder zum Wohnbezirk mir hier in meine Stadt gelegt. Sprich, die 4 Sterne zähle ich zusammen und die multipliziere ich dann halt mit dem Wert des Viertels oder dieses Gebiets, was ich hier habe. Und dann sind das 48 Punkte. Das ist schon mal nicht verkehrt. Als nächstes haben wir die Handelsviertel. Die sind gelb und bei denen gilt, die wollen nicht an andere Handelsviertel angrenzen. Da will man keine Konkurrenz mit den anderen haben. Und das heißt, dieses Viertel, dieses und dieses, die sind jeweils ihre Punkte wert. Die beiden leider nicht, weil die grenzen halt aneinander an. Da hätte ich durchaus vielleicht so bauen sollen. Aber ja, so war das jetzt nun mal und deswegen zählen diese beiden leider nicht. Und auch hier gilt erstmal, jedes ist ein Punkt wert, außer es ist auf einer höheren Ebene. Sprich, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte, die insgesamt hier unsere Handelsviertel wert sind. Und hier gucke ich dann auch wieder nach den Sternen auf den gelben Agorai. Das habe ich hier 2-mal, sprich 4 ist der Multiplikator, das tragen wir beim Stern ein. Und dann kommen wir hier auf 28 Punkte für die Handelsviertel. Die Kasernen als nächstes, das sind die roten Felder, die zählen immer nur, wenn sie am Stadtrand gebaut sind. Dafür brauchen sie mindestens eine freie Kante hier nach außen hin. Das heißt, hier ist das alles noch kein Problem, da habe ich noch 2 offene Kanten, hier habe ich sogar 3 offene Kanten. Als Sonderfall, dieses hier gilt leider nicht, weil das liegt an einem sogenannten See. Ein See ist hier im Spiel ein Feld, was frei ist, aber komplett von anderen Plättchen umgeben. Das zählt aber leider nicht zum Stadtrand. Das heißt, ausgerechnet hier das Kasernenviertel oben auf der dritten Ebene zählt leider nicht. Aber auch das kann mal passieren. In diesem Fall habe ich also einfach hier 2 Punkte aus den Kasernen an Wert. Und das multipliziere ich wieder mit den Sternen von der Agora, die ich dazu habe. Das sind 2. 2 mal 2 sind 4. Das ist leider nicht so viel. Als nächstes kommen die Tempel, die sind quasi das Gegenteil der Kasernen, wenn man so will. Die müssen nämlich komplett von anderen Plättchen umgeben sein, um Punkte zu geben. Und das habe ich bei diesen beiden Tempeln geschafft. Auch hier drüben habe ich das geschafft. Bei dem Tempel aber leider nicht. Der ist keine Punkte wert. Aber hier habe ich dann wieder 1, 2, 3, weil die sind jeweils nur auf der unteren Ebene. Ich habe aber 2 Agorai hier in Lila in meine Stadt gebaut. Bei den Agorai ist das übrigens völlig egal, auf welcher Ebene die sind. Das hier ist auf der dritten Ebene, das ist auf der zweiten Ebene, aber das bringt leider nicht mehr. Die bringen einfach nur ihre 4 Sterne. 4 mal 3 ist 12. Auch nicht ganz so viele Punkte. Da hätte ich ja vielleicht auch schauen sollen, ob ich nicht einen Tempel lieber etwas höher baue. Aber so läuft das halt manchmal hier im Spiel. Zu guter Letzt haben wir jetzt noch die Gärten. Die sind natürlich grün und die sind am einfachsten zu werten, weil da ist völlig egal, wo die liegen. Die können neben anderen Gärten liegen, die können alleine liegen, die können am Stadtrand liegen, die können umgeben sein, ganz egal. Und auch hier wieder ein Punkt erstmal pro Viertel. Und da haben wir hier 1, 2 und hier, der ist auf der zweiten Ebene, sprich 3, 4 Punkte, die das wert ist. Und bei den Gärten, die gibt es nicht so häufig und auch die Agorai dazu gibt es nicht so häufig. Dafür sind aber die jeweils 3 Sterne wert. Das heißt, eine Agora in grün reicht schon hier für einen Multiplikator von 3. 3 mal 4, wieder 12. Auch nicht ganz so viele Punkte. Da hätte ich vielleicht mehr draus machen können. Am Ende schaue ich noch, wie viele Marmor habe ich übrig. Das sind hier 8 und davon ist auch jeder ein Punkt wert. Und dann rechne ich noch zusammen,
wie viele Punkte ich hier mit meiner Stadt gemacht habe. Und wer dann die meisten Punkte hat, ist der Sieger oder die Siegerin von Akropolis. Es gibt aber jetzt tatsächlich noch eine Variante, mit der man spielen kann, oder eine Variante für jede Stadtviertel. Man kann mit allen spielen, man kann beliebig auswählen, welche man davon möchte. Aber die findet ihr hier auch alle auf der Rückseite dieses Übersichtenkärtchens. Und auch das gehen wir jetzt natürlich nochmal durch, weil da kann man auch durchaus mal eine Partie mitspielen, finde ich. Gehen wir auch wieder von oben nach unten einfach durch. Es geht immer darum, hier gibt es Bedingungen, die den Wert der einzelnen Gebiete verdoppeln, also der Plättchen verdoppeln. Und beim Wohngebiet ist das dann der Fall, wenn das Gebiet an sich mindestens einen Wert von 12 hat. Und das ist bei meinem ja hier der Fall, deswegen hier entsprechend auch die 12 auf meinem Punktezettel. Das heißt, dieses Gebiet wäre jetzt doppelte Punkte wert, sprich 24 mal 4 Punkte, also dann 96 Punkte wäre das wert. Das wäre schon ein ordentlicher Sprung. Und deswegen, wenn man mit diesen Punktevarianten spielt, dann muss man wirklich auch gut darauf achten, dass man das auch öfters mal hinbekommt, dass das tatsächlich doppelt zählt. Bei den Handelsvierteln, die zählen doppelt, wenn sie an die passende Agora angrenzen. Sprich, dieses Handelsviertel hier, das würde doppelt zählen, weil das an eine gelbe Agora angrenzt. Bei den anderen ist das leider nicht der Fall. Aber das hier würde doppelt zählen, also gleich 4 Punkte wert sein, anstatt halt nur der 2, die es auf der zweiten Ebene ist. Und das würde dann halt auch ganz normal mit den Sternen noch multipliziert. Bei den Kasernen, die zählen doppelt, wenn sie 3 oder 4 freie Kanten haben, also nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das wäre bei dieser Kaserne halt der Fall, die würde halt doppelt zählen. Bei der Kaserne leider nicht, weil die hat nur 2 freie Kanten und die zählt weiterhin nicht, weil sie ja nur an einem See angrenzt. Bei den Tempeln, die zählen doppelt, wenn sie mindestens auf der zweiten Ebene sind, also nicht ganz am Boden. Da hätte ich jetzt hier leider keinen passenden Tempel, aber nehmen wir mal kurz an, ich hätte meine Stadt vielleicht anders gebaut und hätte dieses Feld hier oben drauf, dann wäre dieser Tempel hier oben tatsächlich 6 Punkte schon wert oder hätte einen Wert von 6, weil er liegt auf der dritten Ebene und weil er nicht auf der untersten Ebene liegt, ist er dann noch doppelt wert. Aber leider habe ich das nicht geschafft. Das heißt, da würde ich leider keine doppelten Punkte für bekommen, so wie ich tatsächlich meine Stadt gebaut habe. Und zu guter Letzt die Gärten. Die sind doppelte Punkte wert, wenn sie an einen See angrenzen, sprich an so ein komplett leeres, aber komplett umbautes Feld. Das wäre bei diesem Garten hier der Fall, bei dem leider nicht. Hätte ich dann vielleicht so gebaut, weil dann hätte dieses Gartenfeld hier tatsächlich einen Wert von 4, das hier eins von 2. Aber so, wie ich es ursprünglich gebaut habe, wäre nur dieser Garten doppelte Punkte wert. Und ansonsten würde es aber ganz normal abgerechnet, also mit den Sternen von den jeweils passenden Agorai multipliziert. Ja, und jetzt wisst ihr tatsächlich alles, was ihr braucht, um Akropolis zu spielen. Kommen wir zu meinem Fazit zu Akropolis. Ich liebe ja Plättchenlegespiele und deswegen war Akropolis für mich ein Spiel, bei dem ich schnell zugeschlagen habe, von dem ich aber wirklich in keiner Weise enttäuscht wurde. Für mich ist es eine ganz unbeschwerte und fix gespielte Puzzlei. Die Regeln sind schnell erklärt und die einzelnen Züge und auch insgesamt die Partien sind immer recht schnell gespielt. Selbst wer am Ende nochmal wirklich ganz genau nachrechnen möchte, welches der gerade zur Verfügung stehenden Plättchen nochmal die meisten Punkte bringt, sollte eigentlich nie zu lange brauchen. Und auch wenn das Spiel dann grundsätzlich simpel gehalten ist, stellt sich zumindest bei mir auf jeden Fall immer das befriedigende Gefühl am Ende des Spiels ein, etwas Schönes Eigenes erschaffen zu haben. Auch der Wiederspielreiz ist für mich da immer gegeben, denn ja, durch die unterschiedlichen Plättchen ergeben sich immer unterschiedliche Spielverläufe und auch sehr unterschiedliche Städte. Optisch ist Akropolis erstmal unspektakulär, aber ich finde die Illustrationen der Stadtviertel durchaus hübsch und sie sind durch die klaren Farben auf jeden Fall immer sehr gut erkennbar. Durch die Dicke der Plättchen wirken diese auf jeden Fall auch sehr wertig und ich finde, es macht auf jeden Fall Spaß, diese in die Stadt zu puzzeln. Akropolis dürfte tatsächlich für viele ein gutes Einsteigerspiel sein, aber ich finde auch für so einen puzzelaffinen Vielspieler wie mich ist das ein sehr, sehr schöner Titel. Mit den Punktevarianten, die möglich sind, spiele ich wirklich sehr, sehr selten, aber sie geben auf jeden Fall nochmal ein bisschen Varianz und auch tatsächlich nochmal ein bisschen mehr Optimierungsanreiz, sage ich mal, sodass es vielleicht auch für etwas anspruchsvolle Runden damit dann gut geeignet ist. Allerdings sollte man durchaus auch beachten, dass durch diese Varianten auch der Glücksfaktor ein bisschen stärker nochmal zur Geltung kommt, denn hier wirkt es sich dann gleich im Grunde genommen doppelt aus, wenn man halt nicht an die passenden Plättchen kommt und die anderen vielleicht gerade zu glücklicherweise als Erste in der Runde dran sind und sich damit dann eben die für sich passenden Plättchen schnell schnappen können.
Wer generell Plättchenspiele nicht so mag oder schnell beim kleinen Unglück bei der Plättchenauswahl hadert, sollte das Spiel auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Das ist aber dank Boardgame Arena Online auch ziemlich einfach möglich. Ich spiele das da auch sehr, sehr gerne. Man muss sich nur am Anfang so ein bisschen in die Steuerung einfuchsen. Das ist vielleicht in den ersten ein, zwei Runden nicht ganz so intuitiv, wie man da die Plättchen platziert und dreht, aber trotzdem kommt man da sehr schnell rein. Das ist also wirklich auch eine gute Online-Umsetzung. Insgesamt ist Acropolis für mich einfach ein tolles, einsteigerfreundliches, auch hübsches und flott gespieltes Plättchenlegespiel, bei dem man in fast keiner Runde etwas falsch machen sollte. Von mir gibt es daher die Empfehlung für Acropolis. Und damit kommen wir zum Schluss von dieser Folge von Auf den Tisch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video einen Daumen hoch da und gebt auch gerne dem Kanal ein Abo, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Klickt dann am besten auf die kleine Glocke, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Falls ihr noch eine Frage zu Acropolis haben solltet oder auch eine eigene Meinung dazu, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Schreibt mir wie immer auch gerne in die Kommentare, was kommt denn bei euch so auf den Tisch. Bis zum nächsten Video, folgt mir gerne mal bei Facebook, Twitter oder Instagram. Und bis dahin sage ich, bis bald und ciao.